Immer mehr Handybenutzer verschicken Nachrichten nicht per SMS, sondern verwenden einen Instant Messenger. Das sind Apps zum direkten Nachrichtenaustausch. Mit Abstand am beliebtesten ist WhatsApp, eine App, die es praktisch für jedes Smartphone gibt. Großer Vorteil: Anders als bei der SMS können die Nachrichten bei WhatsApp beliebig lang sein. Außerdem lassen sich nicht nur Textnachrichten, sondern auch Kontakte, Fotos, Videos oder Audiodateien verschicken, ebenfalls kostenlos. Einzige Voraussetzung: Man benötigt einen Internetzugang. Das Smartphone muss sich also in einem WLAN befinden oder Zugang zum Mobilfunknetz haben. Es gibt aber auch Kritik an WhatsApp, vor allem in Sachen Datenschutz. So überträgt WhatsApp immer wieder Namen und Telefonnummern des Benutzers unverschlüsselt zum Server des Betreibers. Die Daten können theoretisch abgehört werden. Außerdem werden die Kontaktdaten auf Servern in den USA gespeichert. Wer das nicht möchte, der sollte WhatsApp meiden. Ebenfalls problematisch: WhatsApp verrät, wann jemand zum letzten Mal online war und ob eine verschickte Nachricht bereits gelesen wurde. Das ermöglicht eine gewisse Kontrolle oder Überwachung. Auch kann man anderen seinen aktuellen Standort per WhatsApp mitteilen. So erfahren andere dann, wo man sich gerade aufhält. Trotz der Bedenken nutzen über 250 Millionen Menschen weltweit WhatsApp regelmäßig. 27 Milliarden Nachrichten werden täglich abgewickelt. Das macht WhatsApp zu einer zunehmend ernsthaften Konkurrenz der SMS und damit zu einem Problem für Mobilfunkprovider, die mit SMS-Nachrichten Geld verdienen können, an WhatsApp aber nicht. Darum haben verschiedene Mobilfunkprovider mit Join eine gemeinsame Alternative zu WhatsApp entwickelt, die auf manchen Smartphones serienmäßig vorinstalliert ist. Join bietet ähnlich wie WhatsApp kostenlosen Austausch von Nachrichten an und einen besseren Datenschutz. Andere Alternativen sind KakaoTalk, Facebook Messenger oder Skype. Allerdings ist keiner der alternativen Instant-Messaging-Dienste auch nur annähernd so populär wie WhatsApp.